Hallo meine Lieben, ich mache mit bei der tollen Adventskalender-Reihe-Kooperation vom lieben Alex, natürlich lecker. Und heute bin ich mit meinem Rezept dran. Es werden also nicht ganz 24, aber fast 24 tolle YouTuber jeden Tag zur Adventszeit ein Rezept hochladen. Also jeden Tag ist ein anderer dran. Und heute bin ich mit meinem Rezept dran. Die Kanäle zu den anderen YouTubern findet ihr unten in meiner Infobox verlinkt. Deswegen schaut doch unbedingt mal bei allen anderen hinein. Und heute werde ich euch leckere Zimtsterne zeigen. Zimtsterne gehen, klar, gehen immer und schmecken immer super lecker. Ich werde euch heute allerdings Zimtsterne zeigen, die nicht trocken sind, sondern eher saftig. Deswegen solltet ihr die unbedingt mal ausprobieren, falls ihr noch kein saftiges Zimtsterne-Rezept habt. Und viel ist wie immer nicht zu sagen. Los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung. Und los geht's jetzt erstmal mit den Zutaten für den Teig. Und dafür brauchen wir gemahlene Haselnüsse und gemahlene Mandeln. Klassischerweise werden sie nur mit Mandeln gemacht, aber mir schmecken sie besser, wenn eben noch Haselnüsse drin sind. Das heißt, ihr könntet auch nur Mandeln nehmen. Dann habe ich hier Puderzucker, Eiweiß, Zimt, eine Prise Salz und Orangensaft. Ich hatte jetzt leider keinen Orangensaft mehr da, deswegen habe ich mir eine Mandarine ausgepresst, aber nehmt besser Orangensaft und den schmeckt man auch überhaupt nicht raus, aber er wird eure Plätzchen nachher richtig schön saftig machen. Schnappt ihr euch gerade eine Rührschüssel und gebt erstmal alle trockenen Zutaten rein. Also den Puderzucker, die gemahlenen Mandeln, die gemahlenen Haselnüsse, Zimt und die Prise Salz. Und dann wird das alles hier schon mal grob miteinander verrührt. Und nun kann das Eiweiß hinzugegeben werden und der O-Saft. Jetzt wird alles mit den Händen verknetet. Ihr könnt es natürlich auch in der Küchenmaschine machen. Und man denkt auch erstmal, oh, der Teig kommt überhaupt nicht zusammen, aber er wird zusammenkommen, ihr braucht nur etwas Geduld. Wenn ihr den Teig schon mal so ein bisschen zusammengeknetet habt, gebt ihr ihn am besten auf eure Arbeitsfläche und knetet ihn nochmal schön geschmeidig. So, dass keine Krümel mehr, wie ihr hier jetzt noch sehen könnt, rumfliegen, sondern sich eine feste Masse gebildet hat. Und wenn das erreicht ist, gebt ihr den Teig zurück in eure Schüssel und dann kommt er für ungefähr eine halbe bis eine Stunde in den Kühlschrank. Dann klebt er nicht mehr so arg, der kann dann schön ruhen und dann können wir weitermachen. In der Zwischenzeit können wir aber jetzt schon mal unser Royal Icing zubereiten, das dann auf die Zimtsterne gestrichen wird. Und dafür brauchen wir natürlich Eiweiß, eine kleine Prise Salz. Und das schlagen wir jetzt einmal steif. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch mitbekommen habt, aber ich habe die Masse jetzt schön steif geschlagen und habe jetzt Puderzucker hinzugegeben und werde den Puderzucker jetzt ungefähr 1-2 Minuten noch mit schön untermischen. Und wenn das Icing dann fertig ist, deckt ihr es am besten ab, denn es kann schnell antrocknen, damit ihr das dann später auch eben noch schön verstreichen könnt. Nach der Ruhezeit kann es dann weitergehen. Ich habe mir den Teig jetzt hier schon mal rausgenommen und etwas flach gedrückt und werde ihn mir jetzt mit meinem Nudelholz etwas ausrollen. Die Dicke dabei könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Ich mache das ungefähr 1 cm dick. Ich könnte auch meine Holzstäbchen nehmen. Ich habe welche da. Die kennt ihr sicherlich noch von meinen Lebkuchenmännchen. Meine Lebkuchenmännchen kann ich euch übrigens auch unten in die Infobox mal verlinken, falls ihr die mal nachmachen wollt. Aber ich mache das jetzt hier diesmal alles ein bisschen nach Augenmaß. So genau muss das ja alles nicht sein. Und viele machen das jetzt so, dass sie den Puderzuckerguss jetzt schon auf den Teig, auf den ausgerollten Teig streichen und dann die Zimtsterne ausstechen. Da gibt es auch spezielle Ausstecher. Ich habe auch einen, denn ich habe es in der Vergangenheit auch so gemacht. Allerdings finde ich es viel besser, wenn man die Plätzchen erst aussticht und dann den Guss drüber streicht, weil es einfach Arbeit spart und ihr dann auch nicht so viel Teigausschuss habt,
was ihr dann wieder immer wieder mit etwas Puderzucker oder Mandelmehl und so zusammenkneten müsst. Und ich finde es so halt einfach wirklich viel praktischer. Hier habe ich meinen Sternkeks-Ausstecher. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch mit jedem anderen Ausstecher machen, aber sie heißen ja nun mal Zimtsterne. Und jetzt steche ich mir da meine Plätzchen aus. Falls ihr das nicht auf einer Silikonmatte macht, dann solltet ihr eure Arbeitsplatte unbedingt mit etwas Puderzucker oder Mandelmehl ausstäuben, damit nichts kleben bleibt. Und woher meine Matte ist, das weiß ich leider nicht, deswegen, ich habe die mal geschenkt bekommen, da kann ich euch leider keine Angaben zu machen. Der Teigüberschuss wird jetzt einfach zusammengeknetet, neu ausgerollt und wieder Plätzchen ausgestochen. Ich habe meine Plätzchen jetzt alle ausgestochen und auf Backbleche verteilt. Und zwar bekommt ihr bei den Mengenangaben, die ihr wie immer unten in der Infobox findet, ca. 55 Plätzchen raus. Ihr solltet auf jeden Fall ein Backpapier drunter legen und etwas Abstand dazwischen lassen. Und jetzt werden sie mit dem Royal Icing bestrichen. Dazu nehme ich mir einfach so ein Buttermesser und schmier mir das Icing drauf, so halt wie Butter. Ich finde, das klappt am besten, also bei mir zumindest. Könntest du auch mit einer Palette oder so machen. Und wenn ihr eure Plätzchen alle fertig bestrichen habt, kommen sie bei 150 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Allerdings, wenn ihr möchtet, dass euer Icing oben nicht zu sehr gelblich wird vom Backen, kommen sie dann auf unterste Schiene. Denn die Zimtsterne sind jetzt bei mir aus dem Backofen und sind jetzt auch schon kalt geworden. Ich habe genau 10 Minuten gebraucht für die Plätzchen. Das kann natürlich je nach Backofen ganz variieren und auch je nachdem, wie dick oder dünn ihr die Plätzchen ausgestochen habt. Um jetzt eine generelle Minutenzahl zu geben, würde ich zwischen 10 und 15 Minuten sagen. Die dürfen auf keinen Fall braun werden. Das heißt, jetzt hier zum Beispiel habe ich ein paar Plätzchen, wo diese Zacken von den Sternchen ganz, ganz leicht goldbraun, gelblich geworden sind. Aber ansonsten sollten die Plätzchen, also dieser Zuckerguss, der sollte noch weiß bleiben. Hier habe ich eine Plätzchendose, da könnt ihr die Plätzchen dann drin verstauen und so sollten sie sich auch mehrere Wochen frisch drin halten. Ich würde mal sagen 2 Wochen. Und das war's dann auch schon. Und ich finde, die Plätzchen schmecken auch noch mal besser, wenn sie einen Tag gezogen haben. Falls ihr meine Zimtsterne mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer sehr über Fotos freuen mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!